Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Don't Starve. Ja, mit mir, dem EditLP. Wir werden jetzt in der Folge mal ein bisschen uns umschauen müssen. Ich gebe denen erstmal den blöden Pilz und den Samen. Jetzt muss ich nur überlegen. Wir müssen uns mal so. Aha, die machen auch Häufchen. Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen hiervon. Zack. Ja. Weil wir müssen uns jetzt doch so langsam mal auf die Suche nach Nahrung für den Winter machen. Wobei das jetzt eigentlich schon glatt zu spät ist, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ich würde sagen, wir geben einfach mal unser Bestes und versuchen auch mal unser Bestes. Ein bisschen hier mal wegräumen. Ein bisschen Platz schaffen im Inventar. Wir haben nur noch 4 Holz. Scheiße. Ich kann jetzt nicht unbedingt noch eine Holzhackertour machen. Problem ist, morgen ist Tag 10. Stimmt. Die hauen ja jetzt dann auch. Ah, stimmt, das waren ja günstige Arbeiter. Hau schneller, bitte. Hau da weiter drauf, was los? Okay. Wollen wir uns mal zu den Kaninchen begeben? Kaninchen waren hier unten, genau. Set Trap. Z-Trap. 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 Jetzt brauche ich nur was zum drunterlegen. Da wird es jetzt kompliziert. Wie ich das Kaninchen nicht treffe. So behindert. Aber okay, passt schon. Ich weiß gar nicht, wenn ich da jetzt Beeren drunter packe. Was haben wir denn da? Ist das eine Fackel? Jawohl, eine Fackel. Bait. Bait. Ich glaube, das wird jetzt nicht wirklich funktionieren. Eigentlich bräuchte ich Karotten, die ich ja immer so liebevoll futter. Aber wir hoffen einfach mal, dass es auch so funktioniert. Apropos Futter. Wir kriegen langsam Hunger. Nicht wirklich gut gerade. Also werden wir mal versuchen, hier ein bisschen Bärenkraft zu uns zu nehmen. Oha, ich überlege gerade, wie wir das mit dem Winter machen wollen. Ich fange viel zu spät an, mich darauf gerade vorzubereiten. Wo jetzt noch die nächste Frage kommt, werde ich den Winter überhaupt überleben? Aber an sich fange ich viel zu spät gerade damit an. Oh, wir haben echt was gefangen. Ohne Beere. Sehr interessant. Finde ich gerade echt sehr interessant, ja. Hier, Rabbit, verstauen wir mal dort. Dann weiß ich, dass ich einfach nur mehr Fallen brauche. Dementsprechend mehr Gras. Und mehr Zweige. Oha. Oha, das kann was werden. Vor allem jetzt kommt dann der blöde Tag 10, wo eigentlich diese komischen Höllenhunde da kommen. Oder Schattenhunde, wie auch immer sie genannt werden wollen. Auf jeden Fall kommen die eigentlich immer an Tag 10. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier verändert hat, aber
Eigentlich ja nicht. Packen mal Karotten drunter. Ziehen uns hoch zu unseren Gefilde. Und hoffen, dass alles gut geht, ja. Ja, Holzhacken war natürlich super, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich mache das jetzt hier auch mal. Wie war denn das? So, zack. Dann holen wir uns nämlich mal so eine Luxus-Axt. So, boah, schlimm. Ich brauche unbedingt Holz. Oh ja. Ich brauche sowieso einen viel größeren Holzvorrat, wenn es dann auf den Winter zugeht. Weil da hänge ich ja nur noch eigentlich am Lagerfeuer. Halt, den nehmen wir noch mit. My belly is growling. I think it was irgendwas. Dieser Baum stört mich da noch. Komm schon. Wo haben wir mein Feuerchen da? Ich habe es jetzt einfach mal schnell mit dem Pinienzapfen gemacht, weil ich mein Holz jetzt nicht unbedingt dafür verschwenden mag. Wobei verschwenden der falsche Ausdruck eigentlich ist, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. So, erstmal hier ein bisschen. Hunger haben wir wieder voll alles, okay. Kann ich die Fackel nicht irgendwie kombinieren? Warum habe ich überhaupt die Fackel in der Hand gehabt? Oh mein Gott. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Sehr interessant, dass die Höllenhunde noch nicht da sind. Sonst waren sie eigentlich immer direkt frühmorgens schon da. Ich höre sie auch nicht. Oder liegt es wirklich daran, weil ich die jetzt schon besiegt habe? Würde mich natürlich nicht stören, wenn sie nicht kommen, aber indirekt bereite ich mich ja darauf vor. Ah, jetzt nimm doch bitte den da. Danke. Warum nutze ich eigentlich gerade meine gute Axt und nicht meine billige? Eine sehr gute Frage, finde ich auch, ja. So, erstmal zu unserer kleinen Kanickelfarm. Na, da kommen wir doch gerade wo... Na, kack. Die werden wir nochmal setzen. Die auch. Hier ist nichts passiert. Das ist schade. Aber ich brauche deutlich mehr Zweige. Oh ja. Moment, die setzen wir jetzt mal dahin, weil wir wissen ja, dass da jetzt einer drin ist. Hier haben wir Zweige. Ja, tut mir leid, dass es jetzt hier gerade so ein bisschen langweilig ist, aber irgendwie muss ich mich ja vorbereiten auf das, was kommen wird. Und von daher ist das leider die einzige, meiner Meinung nach, kluge Idee, wie ich das machen kann, indem ich hier jetzt Zweige sammle und... Zweige und Zweige und Zweige und eine neue Rüstung. Yay! Ach ja, Kanickel kommt wieder hier rein. Wie wir sehen, drei Kanickel werden nicht für den ganzen Winter reichen. Wie lange geht der Winter? Ich glaube, so 10, 12 Tage oder so.
Ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Bis dahin sollte man sich dann doch schon einen kleinen hübschen Vorrat angesammelt haben. Weil man sonst doch ganz schnell mal tot ist. Wäre schade, jetzt das Gold hier, was rumliegt, nicht mitzunehmen auf dem Friedhof. Oh, ein Dungeon. Okay. Sehr interessant. Ja, das ist gerade doch ein bisschen interessant. Ich meine, ich habe es noch nie geschafft, so ein Dungeon zu überleben, aber... Wenn man erstmal gut ausgerüstet ist, könnte man es doch mal probieren. Wobei ich eh noch nicht so viel über die Dungeons weiß. Wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ah, doch ein bisschen weit entfernt vom Lager. Ich versuche auch gerade eigentlich nichts abzubauen in dem Sinne von Hacken oder so, sondern wirklich mal nur zu sammeln, was auf dem Boden liegt. Weil es ist schön zu wissen, dass hier extrem viele Steine sind. Das macht mich sogar traurig, dass ich die jetzt... Ah, Kacke. Das kommt davon, wenn man Leertaste gedrückt hält. Es macht mich auch irgendwie ein bisschen traurig, dass ich das ganze Zeug jetzt nicht einsammeln werde. Einfach nur, weil es zu lange dauern würde. Oh mein Gott. Verwalte mal bitte die Karotten. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Ja, da haben wir wieder ein Ei und einen blöden Vogel. Hier haben wir auch einen Vogel. Du hast doch einen Vogel. Nacht wird immer kürzer. Ich überlege sogar gerade schon auswärts wieder ein bisschen rumzurennen. Wow. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen erschrocken, ja. Aber nur ein bisschen. Ich sag mal so, ich bin jetzt auf jeden Fall viel zu weit weg vom Lager, um da jetzt noch pünktlich hinzukommen. Also wird es darauf hinauslaufen, dass ich mich jetzt auswärts aufhalten werde. Ich habe ja irgendwie immer noch die Hoffnung, dass ich mal hier auf Bifelos treffe, aber irgendwie sollen mir die nicht vergönnt sein in diesem Lauf. Nee, nicht so wirklich. Es wäre doch schön, ein paar Bifelos zu haben, wodurch man sich einfach mal so eine kleine Rüstung machen kann. Warte mal, nimm du mal die. Ich nehme lieber die kleinen. Beziehungsweise den kleinen Stack. Von der Fackel her sollte es noch reichen eigentlich. Es war unschön, aber naja. Wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich wieder hier, okay. So, und jetzt muss ich sowieso umsteigen auf Fackel. Ich habe jetzt mal ganz kurz ein kleines Bäumchen angezündet, um hier mal ein bisschen Licht zu haben, damit ich hier ein bisschen weiter sammeln kann.
Und da ging die Fackel aus. Hallo. Huhuhu, das war knapp. Verdammt knapp. Oh ja, das war knapp. Das war sowas von knapp. Oh, Asche. So, Asche, verstauen wir mal in dir, genau. Ich weiß, du magst es. Okay. Das hätten wir. Könnten jetzt eigentlich so langsam umdrehen und mal gucken, was unsere kleine, wirklich kleine, Karnickelfarm macht. Wäre vielleicht nicht mal die schlechteste Idee. Ja, haben wir doch schon mal wieder einen. Chester. Da bist du. Pick up Trap. Dahin. Ja, ja, habt ruhig Angst. Ja, ihr solltet auf jeden Fall mal ganz kurz erstmal ins Lager. Eindeutig, ja. Die liegen alle auf der faulen Haut. Warum auch nicht? Kann man sich ja mal gönnen. Wir bauen uns erstmal wieder eine neue Kiste. Schmeißen mal ganz kurz die Pinienzapfen dafür weg. Wo sind meine Bretterchen? Da. Okay. Jetzt, ich wollte gerade sagen, warum? In drei Teufelsnamen. Wo ich die eigentlich hätte lieber woanders hingestellt. Eigentlich da. Ah, doof. Dann machen wir uns nochmal Bretter. Und merken dann, hey, wir haben nicht mehr genug Holz. Haben wir doch. Na komm, bau. Das ist dann für unsere Kanickelchen, genau. Wo ich sagen würde, fangen wir gleich schon mal... Nein, nicht die Karotten. So. Zack. 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 Ich glaube, das war hier drin, oder? Ja. Was haben wir denn noch, was ich jetzt hier gleich schon mal stacken kann? Scheinbar hier erstmal noch nichts. Hier das Gras. Den Flint. Das Holz wieder zurück. Steine. Äste, genau. Wo im Moment? Das und das nehme ich mal schnell mit. Die Pinienzapfen sammle ich auch mal eben ein. Mach hier wieder... Ah, Mann. Mach hier mal eben ein kleines Feuerchen. Da esse erstmal ein bisschen wieder. Da haben wir noch das normale Meat. Nein, ich habe das Meat gegessen. Nö. Scheiße. Das war schon mal nicht so geplant. Halten wir das mal so fest. Ich bin noch total verwirrt, was meine Kistenordnung hier angeht. Oh, die muss ich irgendwann mal besser machen. Aber fest steht, ich habe keinen Plan. Meine alte Rüstung verbrenne ich mal eben. Einfach nur wegen Platzmangel. Flint. Pinienzapfen. So. Genau. Jetzt können wir
unsere Karnickel holen. Schön, dass die Fallen aber trotzdem klappen, auch wenn man nicht gerade irgendwas drunter packt. Ich wusste es nicht mehr, bin ich ehrlich, ich hab's echt nicht mehr gewusst. Hatten wir nicht hier irgendwo noch eine? Da. Da möchte halt scheinbar nur keiner hin, ne? Bauen wir uns einfach mal ein, zwei neue. Eine dort noch und eine dort noch hin. Obwohl, ich gehe jetzt eh erstmal wieder zurück ins Lager. Würde ich sagen, ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt in Chester verlagern alles. Reicht, wenn ich das so mache. Beeren sind keine neuen, okay. Aber ein paar Zweige können wir noch mitnehmen. Obwohl Gras eigentlich viel lieber wäre gerade. Da wäre Gras, okay. Weil ich habe extrem wenig Gras. Ja, Gras ist ja teuer auf der Straße. Oh, bitte. Haben wir hier noch irgendwo Gras übersehen? Da haben wir auf jeden Fall ein paar Büsche. Mit Beeren. Ach komm, lass mal Gras drüber wachsen. Oder dein Gras rüber wachsen. So, aber an Ästen sollte es jetzt nicht mehr mangeln. Das ist schon mal etwas, was ich sagen kann. Müssen wir jetzt hier schnell kleine Bäumchen fällen. So. Und jetzt schnell ins Lager. Schnell, schnell, schnell. Es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel, es wird dunkel. Oh mein Gott. Oh, das Feuer brennt noch. Oh, wie gut. Oh, wie viel Glück kann man haben, ey. Boah. Mir will das noch nicht so ganz gefallen hier. Könnte ich bauen. Müsste ich eigentlich alles für haben. Seile. Und hier hatten wir meine Dingenskohle, genau. Genau. Wofür das Ganze gut ist, ist es eigentlich, ja, wenn man, wie soll man es am besten übersetzen? Na, übersetzen könnte ich es jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall dafür da, um zum Beispiel, na, wie war es jetzt? So, genau, dass ich dieses ganz normale Morsel-Dingen trocknen kann. Einfach nur, um Fleisch zu trocknen, ja. Für mehr ist es eigentlich nicht da. Muss ich nur mal schauen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo ein, zwei verbrannte Bäumchen? Weil ich möchte ungern welche selbst gerade anzünden. Sieht aber gerade nicht danach aus. Und hier ist ein Ast gerade auferstanden. Ja, unsere Fallen haben noch nicht ihre Wirkung gezeigt. War ja klar. Aber ich habe immer Angst, dass er dann direkt da runter rennt, um das nächste anzuhauen, weil ich die ganze Zeit immer die Leertaste gedrückt halte. Ist total die schlimme Angewohnheit von mir. Und mit Leertaste kann man halt sagen, hier das nächstbeste, damit interagierst du. Darum, ich halte jetzt einfach nur die Leertaste gedrückt und mache gar nichts. Und, den Rest macht er eigentlich. Von selbst. Ist ganz nett, aber, naja. Kann auch manchmal dazu führen, dass er totalen sinnlosen Scheiß einsammelt.
ich werde mir dann jetzt doch nochmal eine kleine Fackel bauen. Ich mache es zwar ungern, aber muss ich scheinbar. Die Asche sammle ich aber trotzdem ein. Oh, Schmetterlingsflügel, das ist schön. Sind auch nicht so häufig zu bekommen. Wie viel brauchte ich dafür? 2, okay, dann werde ich jetzt mal noch ein Bäumchen schnell suchen irgendwie. Am besten ein einzelnes. Oder ich zünde den ganzen Wald an. Hm, ist eine Überlegung wert. Okay, hier ist viel Gras. War ich hier schon mal? Nein, hier war ich noch nicht. Oh. Na gut, das würde dann erklären, warum hier noch Gras ist. Ich muss nur langsam mal wieder was essen. Oh ja. Weil die Sache ist die, warum ich jetzt so unbedingt diese Karnickel will. Später, wenn der Winter da ist, kann ich natürlich keine Beeren oder so pflücken. Ich glaube, es geht schon, aber es wird nichts wachsen. Auch von der Bodenhaltung her wird da auch nicht viel bei rumkommen. Also ich werde dann auch nicht irgendwie düngen, irgendwie so ein kleines Blumenbeet bauen oder sowas. Das geht dann einfach nicht. Wo ist meine Hacke? Da. Von daher muss ich gucken, dass ich bis dahin, ja, Sachen, die halt nicht verderben, angesammelt habe. Das wäre dann zum Beispiel, komm, erstmal die Asche. Erstmal die Asche, immer. Immer erst die Asche. So. Das wäre dann zum Beispiel das Fleisch. Weil solange sie noch als Häschen sind, verderben sie nicht. Sind ja noch lebendig. Und dann kann ich sie halt später einfach zu Fleisch machen. Beziehungsweise zu Morsel. Und dann, ja, habe ich so einen kleinen Vorrat. Das ist der Hintergrundgedanke. Ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit, um überhaupt zu überleben im Winter. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr immer den Winter überlebt, wenn ihr das Spiel auch spielt. Weil ich habe auf jeden Fall diese Methode für mich entdeckt und ich finde, sie klappt ganz gut. Man muss sich halt nur ins Zeug legen, was das Ganze angeht. Um pünktlich anzufangen mit den ganzen Kaninchen, weil sonst wird's schwierig und irgendwie macht es mir Angst, dass es hier die ganze Zeit so komisch stampft, wenn ich da so einen Baum fälle. Nicht, dass es hier auf einmal so ein netter Baumgart kommt. Essen. Oh! Okay. Chester, verstau das mal. Das ist eine Waffe, meine Freunde. Ich weiß zwar nicht mehr, wie sie funktionierte. Ich glaube, ich brauchte dafür dann noch Munition. Pfeile. Dann kann man die da halt mit verschießen. Eigentlich eine ganz nette Sache. Ist halt eine schöne Fernkampfwaffe. Die sich meines Wissens nach auch, glaube ich, nicht abnutzt. Nee, tut sie nicht. Ein Beefalo. Oh mein Gott. Es gibt sie noch. Ich muss jetzt gerade nur mal gucken, was ich am besten bei ihm reinschmeiß. Und was ich selbst mitnehme. Ja, eine Pickaxe. Hm. Kann man mal mit schnell mit reinschmeißen. Oh mein Gott. Wir haben hier eine kleine Farm. Ich bin gerade beeindruckt. Ja doch, ich bin gerade beeindruckt. Wir haben hier eine kleine Farm gefunden. Sowas ist natürlich perfekt, wenn man gerade frisch das Spiel gestartet hat und auf einmal hat man hier gleich sowas. Das ist natürlich dann immer ganz nett. Konnte ich nicht das Skelett sogar ausgraben? Nee. He's sleeping, ja.
Die Wände weinen. Und er schläft. Ah, oh, das war jetzt doof. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Nimm mal wieder die Axt. So, und dann müssen wir jetzt notgedrungen hier ein kleines Lagerfeuerchen bauen. Ich will jetzt hier erstmal ungern gerade weg wegen dem Bifelos. Im besten Fall suchen wir auch gleich mal noch ein bisschen nach Bifelo. AA. Bifelo AA. Sehr schön. Ein Discounter Irania. Nee, klingt nicht gut. Weg, weg, weg. So. Hätten wir auch diese Nacht erfolgreich überlebt. Aber okay, war jetzt dann mal eine längere Folge. Ich würde dann sagen, wir... Oh, scheiße. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir überleben das. Das wird scheiße. Weil die Bifelos sind gerade rattig geworden. Heißt, kommen wir denen in die Nähe, wollen sie uns töten. Wie ihr seht. Ja. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Dann würde ich sagen, bis dann, Leute. Tschüss, tschüss.